Alles klar, hier geht's weiter mit Belcampo versus Levi. Und wir legen direkt los. Levi mit Ness und Belcampo weiterhin mit Inklingen. Entschuldigung. So, da kommt jetzt auch gerade meine Verstärkung in Expertenform. Rettung. Genau. Okay, also Levi gegen Belcampo. Genau. Auf jeden Fall ein starkes Matchup. Levi super aggressiv gerade, also wie wir es eigentlich auch gerade gegen Slushy gesehen haben. Offstage super aggressiv, generell einen sehr aggressiven Playstyle, so wie wir das alle mögen. Und Belcampo, Charakter, der seine Moves auf jeden Fall wählt und sehr präzise ist. Eine Flowchart hat praktisch. Sehr schön getaggt. Lässt sich davon nicht killen. Ist gerade ziemlich even. Da ist alles drin. Levi heute schon die ganze Zeit mit Ness unterwegs? Oder? Ja, das ist Lukas. Lukas. Sieht aus wie ein Ness-Skin, ne? Verdammt. Schon direkt in die erste Falle getippt. Ja, dafür muss man Mother 3, ja, glaube ich, heißt das Spiel, gespielt haben, um den zu kennen. Okay. Habe ich nicht gespielt. Ich aber auch nicht, offensichtlich. Okay. Ich hätte mein Tablet noch mitnehmen sollen, dann hätten wir Chat lesen können. Mein Handy hat sich auch verabschiedet. Ah, achso, ich glaube, wir... Ja? Oh, perfekt. Genau, also schreibt ruhig in den Chat, Quatsch mit uns. Man kann uns angeblich nicht hören. Achso, das war davor, okay. Okay, also man kann uns hören. Ja? Okay. Okay. Perfekt. Gut, also im Moment Levi hier gerade mit 87%. Er muss auf jeden Fall aufpassen auf den Grab von Inkling. Ich schätze, das könnte jetzt schon killen. Das ist wahrscheinlich. Er hat nämlich so einen Kill-Confirm. Up-Throw-Up eher oder so. Er macht es mit einem Raw-Up-Smash. Killt aber nicht ganz. So. Okay, Levi schafft es hier nicht, Belcampo zu gimpen. Wir sind wieder on stage. Ja, der Upsmash out of shield ist zwar eine gute Option, aber man muss schon auch aufpassen mit ihm. Ist gerade auch super knapp, also es wäre auf jeden Fall ein Upset, wenn Levi hier den das Set holen würde. Natürlich befinden wir uns hier gerade noch im ersten Game. Noch ist der Drops nicht gelutscht. Heute werden aber auch die Phrasen gedroschen. Ja. Safe. Muss anfangen. Ich habe hier noch nicht so viel Screentime gehabt. Der muss aufholen. Wir brauchen wirklich so ein Schweinchen. Wäre schon witzig. Ich meine, wir haben schon so eine Spendendose, also warum nicht auch so ein Phrasenschwein. Okay. Herr Levi ist heute irgendwie so ein bisschen on fire. Habe ich auch schon eben gemerkt, als ich gegen ihn gespielt habe. Ich finde es halt gut, wenn Leute mit Pure Aggression durchkommen. Es ist halt so, man fängt an mit diesem Pure Aggression Style, man hat Erfolg damit, weil Leute damit nicht klarkommen. Und dann läufst du so gegen die erste Wand, wo du so merkst, okay, also ich müsste schon ein bisschen anders spielen, wenn ich gegen den und den gewinnen will. Aber dann, wenn du damit einfach weitermachst und immer weiter, irgendwann kommen die Leute echt nicht damit klar, dass du einfach die ganze Zeit aggressiv spielst. Die brauchen so eine Verschnaufspause, die gibst du denen einfach nicht. Jetzt gerade macht Levi das sehr gut. Aber wirklich even, also finde ich. Aber sehr viel Offstage, also Levi muss schon aufpassen, dass er nicht immer Offstage gerät. Aber guter Spot Dodge. Das hätte sein können. Was hat er davor gehabt? Down Tilt Grab wahrscheinlich. Okay. Killt das? Nein, nee. nicht mal ansatzweise aus irgendeinem Grund. Ich dachte schon, wir sind hier nicht bei Ness. Das ist nicht Ness. Okay. Habe ich dich in den Fehler mit reingeritten? Oh. Oh mein Gott.
Er versucht's, ab er trifft nicht. Side B 150%, das ist jetzt Max Rage. Oh mein Gott, wie aggressiv er spielt. Levi wieder offstage, kann zurückkommen. Safe on stage und die Fair, das war's. Ich wollte gerade sagen, so, warum ab B oder sowas zum Killen? Oder diese Bs, also PK Freeze, wenn er einfach mit einer Nair oder also mit einer Fair oder mit einem Down Smash oder irgendwas, was sicherer ist, einfach auch den Kill holen kann. Aber ja, das ist Levi. Einfach machen. Er macht einfach. Ja, ich meine, solange es funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Gibt der Erfolg einem da ja recht. Und jetzt gerade steht es 1-0 für ihn. Es ist Best of Three. Wir wiederholen noch einmal. Best of Three. Das heißt, das könnte hier ein ganz wichtiges Game für Levi sein. Bekampo, denke ich mal, der Second Seed von dem Pool. Wenn er den besiegt, ist eine gute Voraussetzung. Also könnte er auch Pool Erster werden. Wenn er hier gewinnt und Bekampo, der ja noch gar kein Set gegen Beißel gespielt hat, vielleicht gegen Beißel gewinnt, dann ist das hier wieder so ein Triangle, wo wir nicht wissen, wer von weiterkommt. Da kommt es dann auch drauf an, wer die meisten Games hat und was nicht alles. War das nicht letztes Mal auch schon recht eng zwischen den dreien? Oder, zwischen den dreien? Bastel ich mir da was zusammen? Also nicht zwischen den dreien, weil Beißel und Belcampo waren auf jeden Fall nicht im gleichen Pool. Ah, weil die haben noch nie gespielt gegeneinander. Deswegen, es wird heute auf jeden Fall eine Premiere. Und das Kale wahrscheinlich. Ja. Roller into Up Smash. Auf jeden Fall eine von ungefähr zwei Win-Conditions, die Inkling hat, oder vielleicht drei. Er kann gut gimpen, er kann gut diese Roller into Up Smash und halt den Grab into Up Air. Jetzt gerade läuft der Levi so ein bisschen davon und die Antwort auf Levis Playstyle war auch wieder einfach aggressiv spielen. Ja. Ihm fallen hier auf jeden Fall Lücken in dem Playstyle von Levi auf. Also gerade wenn er irgendwie gerade wieder onstage recovert. Er hat nicht viel Lag, aber er hat ein bisschen Lag. So Endlag. Und das nutzt er hier gerade gut aus. Okay, Levi wieder onstage, aber wieder an der Edge. Also Belcampo lässt ihm da keinen Raum. Oh, wollte ihn da gerade hart gimpen mit der Fair. Ja, und jetzt in die andere Richtung. 162, also er überlebt auch echt immer ziemlich lange gegen Lukas, weil Lukas kann auch sehr früh killen. Sehr, sehr früh. Mal schauen, ob wir hier später noch ein paar Hail Marys von Levi sehen in diesem Game. Okay, das war super sour Spot. Und wieder der PK Freeze. Ich fände es, glaube ich, besser, wenn er so ein bisschen mehr Edge guarden würde. Also dann vielleicht mit Down Smash, mit irgendwelchen Frame Traps. Levi jetzt okay. Meinst du, oder? Ja, genau, ja. Levi. Ja. Weil Lukas hat auf jeden Fall Tools, um jemandem am der Edge das Leben schwer zu machen. Okay, er lässt sich Zeit und das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben gesehen, dass gerade wenn er irgendwie bedrängt wurde an der Edge und das killt, Levi Probleme bekommt, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich Zeit lässt und den Gegner beobachtet, bevor man recovert. Okay, das könnte... Oh, das hätte fast gespiked. Die Back Air hier. Gerade ist es relativ ausgeglichen, allerdings eben Belcampo mit einem Stock mehr. Ja. Da kann er sich erlauben zu traden. Wieder PK Freeze. Es ist halt, also der Move killt ziemlich gut. Das ist so ein Move, wo du dann eingefroren bist und dann einfach offstage fliegst und du kannst halt rausmashen, aber ist schon ein ziemlich guter Move, wenn er trifft. Und das ist so das Ding, er trifft einfach nicht so oft. Aber ist relativ risk-free, nur du hast halt währenddessen auch die Chance, etwas anderes zu machen. Und Levi entscheidet sich sehr oft für PK Freeze. Hier gerade weggegimmt von Belcampo und es steht 1-1. Gut zurückgeholt. Okay, also das hier wird ein Game 3. Das zweite Set erst on Stream. Wird direkt knapp. Absolut.
Hast du das Gefühl, dass das bei Campo sich jetzt ein bisschen mehr auf die ja, den Playstyle ja, einstellen konnte? Oder? Ja, ich denke schon, dass ihm im ersten Game ein paar Sachen aufgefallen sind. Levi macht da auch keinen großen Hehl drum. Also jetzt zum Beispiel das mit der Recovery on Stage, das ist eine offensichtliche Schwäche. Und diesmal war Belcampo einfach öfter in der Lage, das auch zu punishen. Mhm. Und auch so ein bisschen die Schwachstellen von Lukas, wie zum Beispiel das Offstage-Play, so ein bisschen ihn da unter Druck zu setzen. Ja, hier auch schon wieder. Oh, kann er? Nein, nur ein paar Prozente. Er hat ihn so ein bisschen in Gefahr gebracht damit auf jeden Fall. Die Recovery von Lukas geht halt sehr weit, aber du musst dich halt erstmal selbst treffen mit dieser Attacke. Das ist Zeit, in der er eben gegimpt werden kann. Und jetzt gerade sehr viel Druck von Belcampo. Ja. Wenn Lukas so komplett türkis ist, dann bekommt er mehr Damage von Inkling. Und ja, das ist Kill Confirm. Up for up air. Trifft und killt. Auch hier wieder. PK Freeze. Ich glaube eben, dass Lukas vielleicht auch andere Möglichkeiten hat, jemanden an der Edge zu treffen. Auch wenn das natürlich, wenn es trifft, dann ist es halt nice, aber er hat auch andere Moves. Okay, auch wieder viel Damage. Er ist komplett eingeengt wieder. Super low, aber überlebt hier. Ja, das kann Levi auf jeden Fall recovern. Okay, der Downtilt into F-Tilt oder ich weiß nicht genau, was da der Move ist, aber schon wieder ein Up-Smash Punish out of Shield. Und das wird jetzt sehr schwer zurückzuholen gerade. Absolut. Aber wenn er diesen Kill jetzt hier gerade holen kann, wieder offstage. Oh, ja. Okay, zu low recovered von Belcampo. Wir haben jetzt gerade ein Stock Lead. Jetzt gerade die Combo von Belcampo macht das hier sehr gut. Guter Damage, schön extended, 62%. Jetzt hier Levis Chance zurückzuholen. Macht ein paar Prozente, aber nicht so viel, wie er machen hätte können, wahrscheinlich. Und wieder komplett vollgeengt. Wenn er jetzt zum Beispiel einen Grab landet, könnte das sehr schwierig werden hier für Levi. Oh! Down in to near, nice. Wieder PK Freeze. Es kostet halt Zeit, also während PK Freeze gecastet wird praktisch und das in der Luft ist, kann er nichts anderes machen. Nee, genau. Ja. Oh, das war's, okay. Okay, also Levi macht es spannend, indem er ein Game, das erste Game auch einfach zieht, aber Belcampo mit dem 2-1. Ich,